nun also Beispiele zur ersten Phase, zur Bedürfnisanalyse, also der Möglichkeit, nach Trends, nach ersten Ansätzen für die Innovation zu suchen. Welche Möglichkeiten ergeben sich da? Quindi adesso passiamo, ci soffermiamo sulla prima fase, l'analisi delle necessità e quali approcci derivano dalla ricerca di mercato che facciamo in questa fase. Dabei geht es auch darum, Entwicklungen zu erkennen, die auf die es nötig ist zu reagieren und vielleicht Entwicklungen zu erkennen, wo man sagt, da muss ich jetzt nicht unbedingt mitgehen mit diesem Trend. Quindi qui si tratta di riconoscere quali sono gli sviluppi sul mercato che, interessanti per me e quali sono invece quelli che non sono interessanti. Ein Beispiel dafür ist der Trendradar, das Fraunhofer-Institut. Den finden Sie auch auf der Open Innovation Plattform. Die URL ist hier auf der Folie angegeben. Un esempio è il Trend Radar dell'Istituto Fraunhofer, che lo trovate anche sul nostro sito dell'Open Innovation, ma c'è anche il link qui, abbiamo riportato il link qui sotto. Die grundsätzliche Herangehensweise ist, dass sie vor allem Forschungsarbeiten und technologische Studien analysieren und darauf basierend zukünftige Trends ableiten und auch analysieren, welche Trends davon relevant sind. Allora, l'idea di fondo è che loro praticamente identificano, rilevano quali possono essere i trend del futuro rilevanti basandosi sulle ricerche di tecnologia o sulle ricerche di mercato. Genau, und dann auch zu entscheiden, was sind wirklich vielversprechende Trends und auch bei welchen Trends gilt es, Ressourcen draufzusetzen, aber bei welchen droht einfach auch eine Verschwendung der Ressourcen. E quindi proprio identificare quali sono i trend futuri più promettenti e quali sono quelli cioè più promettenti e quindi dove bisogna usare appunto delle risorse per realizzarli e quelli invece in cui non bisogna investire nessuna risorsa perché sarebbe uno spreco. Wenn Sie diese Methode weiter interessiert, empfehle ich Ihnen auf die Plattform zu schauen, dort finden Sie umfangreiche Informationen dazu. Quindi se vi interessa questo metodo vi consiglio di andare sul sito, di visitarlo e lì troverete informazioni dettagliate. Nun zu einem weiteren Beispiel, ein Beispiel mit der Methode, die ich schon angesprochen habe, Ethnography. Un ulteriore esempio che abbiamo fatto con il metodo di cui abbiamo parlato, Ethnography. Vorab, das ist ein Beispiel aus dem Konsumentenbereich, also B2C, aber auch im B2B kann das funktionieren. Quindi a priori voglio dire che questo ovviamente è un esempio dal settore del B2C, business al consumatore, ma questo può anche funzionare per il B2B, business to business. Beiersdorf war vor einigen Jahren an dem Punkt, dass sie nicht genau wussten, wo die Reise in den Deodorant liegt. Wo liegt die neue Innovation im Bereich Deodorant? Quindi Beiersdorf e la ditta erano arrivati al punto, non sapevano, ma insomma, per quanto riguarda l'innovazione nel settore dei deodoranti, in che direzione va il viaggio? Dove ci sono nuove possibilità di innovazione? Damals ging es bei Deodorant immer nur um die Wirkdauer, 12, 24, 48 Stunden, wie lange also quasi ein Deodorant wirkt. E quindi allora la definizione era definito, si definiva insomma l'effetto del deodorante se erano 24 ore, 48 ore. Mit Ethnography konnte man dann systematisch online Foren, Communities, Blogs analysieren, in denen Konsumenten über ihren Umgang mit Deodorant sprechen, über die Nutzung mit Deodorant sprechen. E con questo metodo dell'Ethnography si è avuto la possibilità di identificare in fori, blogs, eccetera, eccetera, comunità online, sui temi, di ascoltare i temi su cui parlano quelli che usano i consumatori dei deodoranti. Also das ist ein rein passives Zuhören. Die Konsumenten werden also Ziel von einer Marktforschung, ohne dass sie da eigentlich davon mitbekommen. Quindi si tratta di un ascolto passivo. E i consumatori cominciano a far parte della ricerca di mercato senza che se ne rendano conto. Daraus kann man dann sogenannte Innovation Insights herausbekommen und eines der zentralen Insights war, dass es ein Problem ist, dass die Deodorants in Verbindung mit Schweiß Flecken auf der Kleidung hinterlassen. E quindi da qui possono derivare degli spunti
E uno di questi spunti è stato che il problema del deodorante era il fatto che questi lasciavano tracce sugli indumenti, sudore, quindi il problema anche del sudore. Genau, no, man hat dann validiert, ob das wirklich ein zentrales Thema ist, der auch eine breite Masse betrifft, und das hat sich so bestätigt. Und dann war der Weg, zusammen mit den Kunden ein Produkt zu entwickeln, das genau dieses Problembedürfnis befriedigt. Quindi dopo poi si è comprovato, abbiamo comprovato insieme con il cliente, se è questo è vero, era il vero problema che riguardava la massa dei consumatori, e allora poi si è deciso di sviluppare un prodotto, una soluzione che combattesse questo fenomeno. Das Ergebnis dann, dass Invisible for Black and White, also ein Deodorant, das keine Spuren hinterlässt, also ein Produkt, das von Beginn an am Konsumenten entwickelt wurde. Il risultato di questo processo è stato poi un prodotto black and white che appunto non lasciava nessuna traccia sugli indumenti. Und das Ergebnis, dass das Deodorant von Marktstart mit das erfolgreichste der Bayersdorf-Historie war, das erfolgreichste, zeigt, dass sich diese Strategie in diesem Fall bewährt hat. Quindi allora questo poi è stato il prodotto più di successo della Bayersdorf, e questo ci dà la prova che è valsa la pena veramente adottare questo metodo. Jetzt ist es so, dass Netography eine qualitative Marktforschung ist. Das heißt, die Daten beziehen sich natürlich immer nur auf einzelne und ausgewählte Gespräche. Quindi adesso la Netography è un metodo che si riferisce ad un gruppo preselezionato e quindi è un metodo qualitativo. Einfach auch mal vom Zahlenumfeld her, man kann bei so einer Netography so zwischen 2 und 350 Konversationen analysieren. Das sind so Zahlen, die man sich da vorstellen kann. Quindi per quanto riguarda i numeri, allora con questo metodo possiamo riuscire ad ascoltare conversazioni da 1 a 350, quindi è sempre una cosa più qualitativa ma non quantitativa. Wenn man das jetzt also noch erweitern möchte, empfiehlt sich eine globale Social Media Analyse zu machen, wo man mit systematischen Suchmethoden nach Begriffen, zum Beispiel zu Produkten oder zu Marken sucht. Quindi se invece si vuole fare una cosa, si vuole ampliare il concetto, si può adottare il metodo quantitativo del social media, l'analisi del social media. Con questo metodo, grazie su base di parole chiave, di temi, si perlustra praticamente l'internet. Man bekommt also hier einen Big Data Ansatz, das heißt eine große Anzahl an Daten zu unterschiedlichen Punkten, die vorher definiert werden, zum Beispiel wie Produkte empfunden werden, wie Marken assoziiert werden von Konsumenten, und kann dann entsprechend Rückschlüsse ziehen. Quindi in questo caso si tratta di generare big data, dei grandi dati, per esempio sul fatto come viene accettato un prodotto sul mercato, quello che ne pensano i consumenti, e si può arrivare a delle conclusioni, come procedere ulteriormente.